Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva und ich zeige dir, was du für tolle Sachen aus Altpapier herstellen kannst. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, so sei herzlich willkommen. Und vielleicht ist dieses Video nicht gerade das ideale Einsteigervideo, wenn du dich für diese Technik interessierst. Ich werde dir ein Video verlinken, hier oben, wo für dich vielleicht interessant sein könnten, aber natürlich darfst du auch dieses Video anschauen. Denn in diesem Video werde ich relativ viel reden und werde einige Fragen aus den Kommentaren beantworten. Und im letzten Video ging es ja auch noch um die Wandfarbe. Vielen Dank für euer Feedback. Was mit dieser Wand passiert ist, das seht ihr aber erst im nächsten Video, weil es würde dieses Video sprengen. In diesem Video werde ich auf jeden Fall eine von den drei Vasen, die ich letztes Mal angefangen habe, fertig machen. Und ich werde euch noch mitnehmen in die Ausstellung, die ich hatte. Da gibt es ein paar kleine Impressionen. Das ist aber ganz am Schluss für die, die es interessiert. So würde ich sagen, wir starten und wir sehen uns ganz zum Schluss nochmals. Es ist Dienstagmorgen, 9:30 Uhr. Ich bin heute etwas spät dran. Ich habe einen alten Hund und der braucht ein bisschen Zeit. Ich schaue mir gerade eure Kommentare an. Ja, ich lese eure Kommentare, denn das ist mein Lohn für meine Arbeit. Und das ist für mich immer ein Highlight. Ich habe sehr viele Kommentare bekommen. Vielen Dank. Und ehrlich gesagt, ich hatte ein bisschen Angst von diesen Kommentaren, weil mein Video so anders war. Aber scheinbar kommt das Video gut an bei euch, was mich natürlich sehr freut. Ich werde jetzt noch ein bisschen diese Kommentare durchschauen und mir ein paar Notizen machen für dieses Video, damit ich auch auf die Fragen eingehen kann. Da ich die meisten immer vergesse, daher schreibe ich das jetzt auf und dann werde ich immer in den kommenden Videos eure Fragen beantworten. Rein. Jetzt machen wir weiter mit den Vasen. Also ich mache weiter mit den Vasen. Und zwar mache ich diese Vase, die für eine Kundin ist. Und die Kundin wünscht sich eine schwarze Vase. Und sie hat bei mir auf Instagram diese Vase hier gesehen. Und die wollte sie unbedingt, aber die war nach dem Video am nächsten Tag schon verkauft. Also mache ich jetzt nochmals so eine. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig für euch, weil es halt wieder schon eine Vase ist. Aber ansonsten seid einfach nebenbei ein bisschen kreativ, hört mir ein bisschen zu und ich werde die Gelegenheit nutzen, da ihr schon da seid, ein paar Fragen von euch zu beantworten. Okay, ich mache jetzt alles fertig und dann starten wir. Das ist diese Vase. Die wird natürlich nicht genau gleich wie die, die auf Instagram war. Aber das weiß sie und ich hoffe, es gefällt ihr am Schluss.
Die ist jetzt eine Woche lang, habe ich die trocknen gelassen und sie ist hier unten immer noch feucht. Also nicht das optimale Wetter für Pulp. Ich habe bei der Pulp am Schluss, wie ihr gesehen habt, noch ein bisschen Sand zugefügt. Das kann man machen, wenn es ein bisschen feuchter ist, wenn das Wetter feucht ist oder es regnet viel, dann kannst du ein bisschen Sand zufügen, dann trocknet es ein bisschen schneller und es saugt die Feuchtigkeit auf. Genau, ich habe es auch nochmals püriert, damit es feiner wird. Das habe ich bei der ersten Schicht hier nicht gemacht. Gut, fangen wir an. Und ich beantworte ein paar Fragen. Hier oben habe ich jetzt ein bisschen abgeschliffen, damit das, was drüber steht hier, dass ich das gut hier wegnehmen kann, damit ich hier einen schönen Abschluss machen kann. Also die Vase wird ähnlich vom Aufbau wie von meinem vorletzten Video, glaube ich. Wenn du das schon kennst, dann mach einfach etwas nebenbei. Und die, die neu hier sind, für die ist es vielleicht noch interessant. Hier habe ich noch meinen Spickzettel wegen den Fragen. Ich fange jetzt einfach an und werde, wie gesagt, ein paar Fragen beantworten. Jemand hat mich gefragt bezüglich den Weihnachtskugeln, es ist ja bald wieder Weihnachten, warum ich diese Spachtelmasse am Schluss aufgetragen habe, nach dem Trocknen. Das habe ich gemacht, wie du richtig vermutet hast, dass es so ein bisschen einen Vintage-Look gibt und die Unebenheiten werden ein bisschen kaschiert. Dann zum Shop. Bei meinem vorletzten Video hat jemand mir einen Tipp gegeben. Ich könnte die Sachen ja auf Etsy auch verkaufen, da ich vielleicht jüngeres Publikum ansprechen würde. Ich habe mir das tatsächlich auch mal überlegt. Ich habe mich auch damit auseinandergesetzt und ich hatte sogar mal einen Etsy-Shop. Und dann kamen neue Richtlinien von wegen Datenschutz und all diesen Zeugs. Und da habe ich noch in Hamburg gelebt und es war, in Deutschland ist das ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen schärfer, dass wenn du den kleinsten Fehler in diesem Datenschutz drin hast, den du ja selber schreiben musst, kann das hohe Strafen geben. Das war damals so, ich weiß nicht, wie es heute ist und das war mir einfach zu riskant und das war mir ein bisschen zu aufwendig, bis du alles eingefügt hast und, und. Also das habe ich verworfen für mich. Genau. Und das Buch könnte ich über Amazon verkaufen. Ja, das habe ich mir auch angeschaut. Dass es dann immer erst gedruckt wird, wenn es bestellt wird. Da sind aber die Abgaben, soviel ich weiß, recht hoch. Ich müsste mir das aber nochmals anschauen. Aber auf der anderen Seite unterstütze ich eigentlich lieber hier in der Nähe eine kleine Druckerei, die sich viel Mühe geben. Und Amazon verdient schon genug. Aber die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht. Und was mich natürlich sehr gefreut hat, dass einige von euch geschrieben haben, mein Job darf so bleiben, wie er ist. Er hebt sich ab von den anderen. Er ist halt altmodisch. Das finde ich natürlich sehr schön und darüber bin ich sehr froh, da wie gesagt, ich kein Held bin, was so Programmierungen und so, das ist nicht so mein Ding.
Wenn wir schon gerade beim Programmieren sind, ist bei meiner Webseite irgendwas schiefgelaufen und bei mir war das Bild in Ordnung und dann hat mir jemand geschrieben, dass das Bild viel zu groß ist, man sieht gar nichts. Okay, bin ich nochmals 2 Stunden an den Computer und habe das korrigiert, also ich hoffe, gebt mir da sehr gern ein Feedback, ob das jetzt in Ordnung ist, meine Webseite, oder ob das immer noch zu groß ist. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Das wäre natürlich sehr blöd, weil da stehen auch meine Kurse drin und wie gesagt, da ist mein Job drin und das wäre natürlich sehr blöd. Genau, vielen Dank übrigens, dass du das in die Kommentare reingeschrieben hast, weil ich hätte es nicht entdeckt. Dann, eine ganz witzige Idee. Jemand hat mir geschrieben, das Mischen der Pulp relativ eine Glückssache ist. Ja, das ist so. Es kommt halt wirklich auch auf das Wetter drauf an und man braucht Erfahrung. Ich könne die doch schon anmachen und versenden, dass man das also bestellen könnte. Nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ich finde, wenn jemand kreativ sein möchte und sich mit dieser Technik auseinandersetzen will, dann sollte er es von Grund auf machen. Genau, und ich habe noch mehr Fragen. Ich muss aber zuerst im Computer nochmals reinschauen, was ihr alles geschrieben habt. Und es freut mich sehr, dass ihr mittlerweile so viele Kommentare reinschreibt. Da ist man einfach auch motivierter zu arbeiten und es ist halt immer sehr wichtig, dass ich ein Feedback von euch bekomme, weil ich mache diese Videos für euch und ihr habt wirklich auch die Möglichkeit, bei mir in den Kommentaren reinzuschreiben, was euch interessiert, was ich euch zeigen soll oder wenn ihr Ideen habt. Weil ich kann mir nicht wirklich jede Woche irgendwas Kreatives einfallen lassen, weil ich habe ja auch so ein bisschen einen Tunnelblick, weil ich tagtäglich damit arbeite und es ist für mich wahnsinnig schwierig, herauszufinden, was euch interessiert. Manchmal denke ich halt auch, jetzt zeige ich schon wieder dasselbe und vielleicht ist das langweilig. Also schreibt mir auch hier gern in die Kommentare rein, was euch interessieren würde oder ob ich mal was ausprobieren soll. Da bin ich sehr dankbar. So, die sind soweit fertig. Die kannst du wirklich so von Hand sehr gut andrücken und befestigen. Und danach werde ich alles mit dem Spachtel und mit dem Löffel verarbeiten. Das ist wirklich immer sehr wichtig. Pulp ist nicht dazu geeignet, nur mit den Händen zu arbeiten. Es wird dir reißen. Es wird viel, viel schöner, wenn du mit dem Spachtel arbeitest. Das ist eine Umstellung am Anfang. Aber es ist frustrierend, wenn du da mehrere Stunden investiert hast und dann reißt es. Klar, du könntest nochmals ausbessern, aber es ist einfach wieder Zeit. Ich werde jetzt hier das noch fertig machen und dann gehen wir auf den Schnelldurchlauf, damit es nicht zu langweilig ist für euch. Ich mache mir jetzt noch ein bisschen Musik an, für mich und für euch, weil mein Hund schnarcht wieder mal. Und ja. Oh,
Die Streben habe ich jetzt alle verbunden mit dem Untergrund. Das mache ich grob, das heißt, ich gehe hier nicht ins Detail. Auch bei solchen Arbeiten, du gehst vom Grobe immer ins Feine rein. Ich werde zuerst alles platzieren, alles zudecken mit Pulp und ganz am Schluss werde ich ins Detail gehen. Ich empfehle euch jetzt in diesem Fall, dass ihr den Boden und den unteren Bereich fertig macht, damit ihr da nicht mehr reinfassen müsst. Und so könnt ihr unten alles schön bearbeiten, den unteren Bereich, weil das ist von der anderen Seite her sehr mühsam. Und dann sind diese Schuppen, diese Streben, die sind dann auch gerade schön bodeneben, weil es das dann genau in diese Höhe reindrückt. Wenn die Vase getrocknet ist, dann kannst du immer noch den Boden auskorrigieren. Aber einfach, dass hier wirklich alles schön verarbeitet ist, damit da nichts reißt. Und dann kannst du den oberen Bereich ganz in Ruhe fertig machen. So. Dann nimmst du eine Frischhaltefolie oder ein Plastik, ist egal. Und legst es auf den Boden und dann drehst du die Vase um. Zack. Und dann sollte sie einigermaßen gerade stehen. So. Und jetzt kannst du hier ins Detail gehen. Und dann mache ich ganz am Schluss oben die Öffnung. Ich mache die jetzt noch fertig und mache wieder ein bisschen Musik.
die Vase ist soweit fertig. Ich werde sie jetzt trocknen lassen. Mal schauen, wie lange es diesmal dauert. Und dann werde ich sicher nochmals den Boden bearbeiten. Es ist Mittwochmorgen und ich mache ein kleines Paket fertig. Und zwar sind die Fliegenpilze, oder ich nenne sie ja die Glückspilze, die sind verkauft. Vielen Dank für die Bestellung. Es fällt mir ein bisschen schwer, mich davon zu trennen, weil ich weiß, was für eine Riesenarbeit diese Pilze waren. Und wenn ich die jetzt abschicke, dann habe ich gar keinen mehr und einen hätte ich eigentlich behalten sollen. Aber egal, wenn jemand Freude daran hat, dann ist es auch meine Freude. Jetzt kann ich endlich meine Baumwolltaschen benutzen. Ich hoffe, sie kommen heil an. So, und hier habe ich diese Etikette draufgeklebt, weil ich leider noch kein Logo habe. Aber ich finde, das geht auch so. Es sind ja auch Pilze und daher passt das. Die gehen jetzt, wohin gehen die? Nach Bremen. Diese Pilze gehen nach Bremen, von da kommen ja auch diese Beutel. Also geht dieser Beutel wieder nach Hause. Ich weiß, für die, die schon länger dabei sind, ist das vielleicht nicht das interessanteste Video, weil ich diese Technik schon ein paar Mal gezeigt habe. Aber wie man so schön sagt, Wiederholung, Wiederholung macht den Meister. Und ich wusste es doch, dass dieser kleine Drucker hier euch interessieren könnte. Ich werde den Drucker, wie auch die Etiketten, unten in die Beschreibung verlinken. Da könnt ihr drauf gehen und dann seid ihr gleich dort. Wie gesagt, es ist keine Werbung. Ich habe den selbst bezahlt und ich arbeite erst seit 2 Wochen damit, bin bis jetzt aber sehr zufrieden. Also, den findet ihr unten drin. Immer wieder lese ich in den Kommentaren, wie lange die Pulp haltbar ist oder wie das Rezept geht. Ich habe ja in etlichen Videos das Rezept schon gezeigt oder darüber gesprochen, wegen der Haltbarkeit von Pulp. Und das steht auch alles in meinem Buch. Aber dennoch, ich werde nochmals ein Video machen, explizit vom Rezept und einige Eckdaten über Pulp. Das werde ich machen, das wird ein kurzes Video werden, das werde ich auf YouTube stellen und dann werde ich keine Fragen diesbezüglich mehr beantworten. Wenn dich diese Technik interessiert, dann schau meine Videos an, ich habe über 140 Videos, dann nimm dir die Zeit und stöbere da durch und dann werden sehr viele Fragen, die du sicher hast, beantwortet. Dann noch etwas zu meinem eigenen Kanal. Ihr wisst ja, es gibt immer ein bisschen Werbung. Ich weiß, das nervt auch mich. Und ich wusste das nicht, wenn man diese Werbung überspringt, dass der Kanalbetreiber dann nichts verdient. Verdient ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Nun, wenn ihr mögt und die Werbung laufen lässt, dann geht in dieser Zeit Kaffee oder Tee holen, macht eine Pipi-Pause oder sonst was. Und so könnt ihr einfach die kleinen Kanäle unterstützen. Und natürlich ist es schon
toll, wenn ihr diese Videos bis zum Schluss schaut oder kommentiert oder ein Like hier lässt. Aber es gibt halt trotzdem einen kleinen Zustupf, weil man auch immer die Materialien kaufen muss, wie die Kamera zum Beispiel. Die habe ich auch selbst bezahlt oder das Mikrofon oder die Technik. Und das entlastet ein bisschen. Okay. Nicht, dass ihr das machen müsst, aber es ist nur ein kleiner Hinweis. So, das war's. Im nächsten Video wird sicher der Atelierbesuch einer lieben Kollegin werde ich zeigen und die Wand, also den Kursraum, wie es da weitergeht. Und wenn ihr eine Idee habt, was ich euch zeigen könnte, dann schreibt es unten in die Kommentare rein, was euch interessiert. In dem Sinn, bleibt kreativ, umarmt deine Liebste, bis zum nächsten Mal, tschüss zusammen.
Ich weiß, es ist nicht das optimale Licht ab einem gewissen Alter, also ignoriert das. Wir haben ein Problem.